Ja, jetzt ist die Pause mal beendet. Ich müsste es endlich mal hinkriegen, ohne zu viele Pausen. Und jetzt werden wir mal diesen Gas einschalten. Achtung! Reaktivieren. Ich schalte das Ding wieder ein. Bereithalten. Zu Befehl! Ich habe unsere Systeme isoliert und zusätzliche Firewalls installiert. Ich bin bereit, jedem Hacking-Versuch zu widerstehen. Gut. Na? Na, der kommt jetzt zu Bewusstsein. Wie heißt du? Verstehen Sie mich? Ja. Werden Sie mich angreifen? Nein. Aber Sie kennen mich. Woher? Sie haben an Bord des Reaper meinen Namen gesagt. Kennen wir uns? Wir wissen von Ihnen. Sie meinen, weil ich gegen viele Geth gekämpft habe? Wir sind uns nie begegnet. Nein, wir beide nicht. Aber ich habe andere Geth getroffen. Wir alle sind Geth und wir sind Ihnen nie begegnet. Sie sind Shepard, Commander, Allianz, Mensch. Hat Heretics bekämpft. Wurde von Kollektoren getötet. Auf der alten Maschine wiederentdeckt. Alte Maschine? Alte Maschine? Meinen Sie den Reaper? Reaper. Ein Name, der dem Aberglauben der Proteaner entstammt. Wir nennen diese Lebensformen die alten Maschinen. Was wissen Sie über mich? Sie scheinen erstaunlich viel über mich zu wissen. Extranet-Datenquellen. Ungesicherte Übertragungen. Alle gesendeten Daten organischer Wesen werden empfangen. Wir beobachten sie. Wen genau beobachten Sie? Beobachten Sie mich oder organische Wesen allgemein? Ja. Was jetzt? Beide. Oh. Wen habe ich bekämpft? Was meinen Sie mit Heretics? Geth schaffen ihre eigene Zukunft. Die Heretics haben die alten Maschinen gebeten, ihnen eine Zukunft zu geben. Sie sind nicht länger ein Teil von uns. Wir haben die Hardware der alten Maschine analysiert, um unsere Zukunft zu schützen. Schutz? Vor was? Sind die Reaper auch für Sie eine Bedrohung? Ja. Sorry, irgendwie scheine ich erkältet zu sein. Aber Sie sind doch auch eine Maschine. Warum sollten Sie andere Maschinen angreifen? Wir sind anders als Sie. Stehen außerhalb Ihrer Pläne. Und die Zukunft? Was für eine Zukunft bauen sich die Geth auf? Unsere. Was ist mit organischen Wesen? Wird jemand anders durch ihre Handlungen, wie die auch immer aussehen mögen, beeinträchtigt? Nur wenn er sich einmischt. Sind sie für uns oder gegen uns? Sie sind also kein Verbündeter der Reaper. Wir sind Gegner der Heretics. Wir sind Gegner der alten Maschinen. Shepard Commander ist Gegner der alten Maschinen. Shepard Commander ist Gegner der Heretics. Kooperation dient gemeinsamen Zielen. Wollen Sie zusammenarbeiten? Wollen Sie sich uns anschließen? Ja. Und wie soll ich Sie nennen? Geth. Ich meinte Sie, als Einzelperson. Wir sind alle Geth. Wie heißt das Individuum, das vor mir steht? Es gibt kein Individuum. Wir sind Geth. In dieser Plattform sind zum jetzigen Zeitpunkt 1183 Programme aktiv. Mein Name ist Legion, denn wir sind viele. Das geht. Ja, das passt. Bibel der Christen. Markus Evangelium, Kapitel 5, Vers 9. Wir akzeptieren das als passende Metapher. Wir sind Legion, ein Terminal der Geth. Wir werden uns in die Normandy integrieren. Na komm. Wir erwarten den Datenaustausch. Und sonst? Shepard Commander. Wir haben unsere Analyse des Reaper-Datenkerns abgeschlossen. Etwas gefunden? Haben Sie was Verwertbares gefunden? Wir wurden zu der alten Maschine geschickt, um die Zukunft der Geth zu retten. Wir können jetzt Details darüber offenlegen. Die Heretics haben eine Waffe zum Einsatz gegen die Geth entwickelt. Sie würden es ein Virus nennen.
Es ist auf einem Datenkern gespeichert, den die Sovereign zur Verfügung gestellt hat. Mit der Zeit wird uns das Virus verändern und zu der Schlussfolgerung bringen, dass die Verehrung der alten Maschinen richtig ist. Ein toter Reaper. Und warum mussten sie dann zur Leiche des Reaper? Die Heretics speichern den Code in einem Quantenspeichermedium, das die Sovereign zur Verfügung gestellt hat. Um das Virus zu finden und zu zerstören, müssen wir seinen Code und seine Datenspeicherstrukturen verstehen. Und der Effekt? Das Virus würde also allen Geth die Logik der Heretics verpassen und dann würden alle Geth gegen die organischen Wesen in den Krieg ziehen? Ja. Die Geth glauben, dass jedes intelligente Lebewesen selbstbestimmt sein sollte. Die Heretics glauben das nicht mehr. Sie sind der Ansicht, dass es besser ist, uns eine ungültige Schlussfolgerung aufzuzwingen, als weiterhin mit dieser Spaltung zu existieren. Und was ist das mit dem Hacken? Ich dachte, man könnte Geth nicht hacken oder mit einem Virus infizieren. Wenigstens nicht für länger als ein paar Sekunden. Veränderte Programme werden aus dem Archiv rekonstruiert. Neuinstallationen werden gelöscht. Diese Waffe der Heretics führt zu einem minimalen Fehler in unseren Basis-Runtimes. Das entspricht in etwa ihrem Nervensystem. Eine Gleichung mit dem Ergebnis 1,33382 wird als 1,33381 berechnet. Das verändert die Resultate sämtlicher höherer Prozesse und führt zu anderen Schlussfolgerungen. Das ergibt keinen Sinn. Der Grund, warum sie die Reaper anbeten, ist also ein Rechenfehler? Das ist schwer zu erklären. Ihr Gehirn funktioniert sowohl chemisch als auch elektrisch. Wie VIs bestehen sie aus Hardware und Software. Wir sind ausschließlich Software. Mathematik. Die Schlussfolgerungen der Heretics sind für sie gültig. Unsere Schlussfolgerungen sind für uns gültig. Keine davon ist an sich ein Fehler. Eine Analogie. Heretics sagen, 1 ist weniger als 2. Geth sagen, 2 ist weniger als 3. Und die Infektionsschwierigkeit? Würde es freigesetzt? Wie schnell würde sich das Virus bei ihrem Volk ausbreiten? Wir sind über ULG-Kommunikationsbalken vernetzt. Die meisten würden sich innerhalb eines Tages verändern. Isolierte Plattformen würden unbehelligt bleiben, bis sie wieder im Netzwerk hängen. Können wir sowas finden? Wissen Sie, wo dieses Ding ist? In der Hauptstation der Heretics, am Rand der Terminus-Systeme. Wir werden die Koordinaten liefern. Für eine ungefährdete Annäherung sind die Tarnsysteme der Normandy nötig. Terminus-Systeme. Sie bauen Stationen in den Terminus-Systemen? Wo ist dieses Ding? Zwischen den Sternen. Organische Wesen haben keinen Grund, dort nachzusehen. Stimmt. Warum nicht Geth-Gebiet? Aber warum bauen sie überhaupt Stationen außerhalb des Geth-Gebiets? Die Heretics wollen durch die alten Maschinen verbessert werden. Im Austausch dafür helfen sie ihnen bei Angriffen auf organische Wesen. Wir missbilligen diese Vorgehensweise. Und Missionsplan? Wie lautet der Plan, sobald wir an Bord sind? Die Geth werden das feindliche Netzwerk stören und verhindern, dass die Verteidigung der Station sich auf uns konzentrieren kann. Der Reaper-Datenkern ist physisch vom Netzwerk getrennt. Wir brauchen eine Eskorte dorthin, damit wir auf die Daten zugreifen und sie löschen können. Okay, hört sich ganz gut an. Mit was für Verteidigungssystemen müssen wir rechnen? Im All mit keinen. Auf der Station mit mobilen Plattformen unterschiedlicher Konfiguration und mit Verteidigungsgeschützen ohne eigenes Bewusstsein. Wie viele Geth? Es handelt sich um Milliarden individueller Programme. Zum Glück sind die meisten im Zentralcomputer aktiv. Es sind immer nur wenige mobile Plattformen gleichzeitig im Einsatz. Bei Bedarf werden weitere hergestellt. Wir werden sie aufhalten. Ich werde nicht zulassen, dass ihre Spezies einer Gehirnwäsche unterzogen wird. Schon gar nicht, um Reaper zu verehren. Darauf gebe ich Ihnen mein Wort. Wir beginnen umgehend mit den Vorbereitungen. Jo, das konnten wir noch gegebenenfalls machen. Das ist immer gut. So, mit Legion habe ich jetzt geredet. Und Perseus-Nebel wurde aktiviert. Oh, warte mal, abbrechen. Mal gucken, wie es unseren... Wow! Unseren Drell gibt. Mal sehen. Ach, wir haben da nicht alle Waffen. Sie mussten eine schwierige Entscheidung treffen, Shepard. Es hilft zwar nichts, aber ich glaube, Sie haben richtig gehandelt. Auf Wiedersehen. Ich muss jetzt gehen. Ich kehre zu meiner Meditation zurück. Nun denn...
Auf zur Kampfstation. So, dann wollen wir mal gucken. Ungelesene Nachrichten, haben wir da was? Nein. Wie kann ich Ihnen helfen, Commander? Ja, wie geht's der Crew? Gibt es etwas, das ich wissen sollte? Im Moment nicht. Noch etwas, Commander? Nein. Das wäre alles. Passen Sie auf sich auf. Ne, wir sind gut ausgerüstet im Moment. Da ist eine Anomalie und wir hatten da drüben auch einen Moment. Waren hier nicht auch irgendwo Anomalien? Ich glaube, auf die müssen wir später mal wieder zurückgreifen. Ich sehe gerade, wir haben genug Geld, um einen Großeinkauf zu machen. Wo könnten wir dafür hingehen? Citadel. Okay, andocken. Oder wollten wir... Ach, wir wollten Richtung Ilium. Bin ich doof. Bin ich doof. Ach, Dreck. Wir könnten Guess heute mal mitnehmen. Wow. Okay, ich wollte eigentlich hier nur einkaufen gehen, das ist alles. Gut, die Bedrohung ist ausgeschaltet fürs Erste. Aber ich weiß, es kommt noch einiges auf uns zu. Da war was. Oder? Kommen Sie schon, bitte. Sie müssen mir helfen. Ich muss etwas Feines zubereiten. Ach, okay. Ich würde mal gerne wissen, wie einige darauf reagieren, wenn sie so ein Guest hier sehen. Entweder schreiend weglaufen oder was weiß ich denn. Irashimas! Naja, das wiederum nicht. Ich meine... fordern wir mal ein anderes Gruppenmitglied ein. Und zwar nehmen wir Garrus wieder mit und Kasumi. Weil dann sagt sie etwas dazu. Wissen Sie, was ich ewig nicht gegessen habe? Lamen. Meine Großmutter hat das beste Lamen überhaupt gemacht. Oh, köstlich. Eigentlich hätte ich ihr das Rezept klauen sollen. Naja. Hast du eben nicht getan, bist ein braves Mädchen.